Ich wollte das alles nicht. Ich bin ja echt nur, um zu helfen, gegangen. Man soll die Figur von der Frau nicht erkennen, was sinnvoll ist eigentlich. Dann sieht man auch keine Kalaschnikow. Du hast ein Kind großgezogen, das anderen Menschen das Leben nimmt oder sie massakriert oder so. Für uns war das normal. Hinrichtung war normal, Handabschneiden war normal. Ich war immer dabei. Meine erste Leiche, die ich gesehen habe, war in Mimbich. War nach 2-3 Monaten. Da war ein 17-jähriger Junge, der wurde dann erhangen, weil der eine Frau vergewaltigt hat, zum Beispiel, und die dann auch umgebracht hat. Ich fand das nicht schlimm. Ich finde das jetzt auch nicht schlimm. Aber ich fand das interessant, wie das aussieht. Meine Therapeutin, die hat mir gesagt, wäre besser, wenn ich mir einen Hund hole, damit ich auch mehr rausgehe, soziale Kontakte noch vielleicht bekomme. So halt ein bisschen rausgehen. Ich habe so eine Paranoia. Ich weiß nicht, ich mag das nicht, unter Menschen zu sein. Früher war das anders, jetzt ist das extrem geworden. Zum Beispiel einkaufen ist ganz schlimm. Unter Menschen in der Stadt ist ganz schlimm. Irgendwo im Café sitzen ist auch. Für mich ist das, was für Menschen normal ist, ist für mich schwer geworden. Also generell ist die Wahrscheinlichkeit recht hoch, dass solche Menschen traumatisiert sind. Die Wahrscheinlichkeit ist recht hoch, dass sie Unterstützung brauchen werden, auch professionelle Unterstützung. Das sind Menschen, die aus ganz unterschiedlichen individuellen Gründen dahin geraten sind, wo sie hingeraten sind. Und wo wir fürs Hier und Jetzt letztlich auch niemandem einen Gefallen tun, wenn wir uns immer wieder fragen, wie konnte die Person nur, was war denn da los und so weiter und so fort. Entscheidend ist eigentlich, diese Person ist jetzt hier. Wir wollen dieser Person jetzt helfen und was können wir tun, damit es ihr besser geht? Also wir waren nicht nur Freundinnen, auch Kolleginnen. Ich war in einem Haus am Arbeiten, ich denke, sie war im anderen Haus am Arbeiten. 4 Jahre war sie mit einem Hells Angels zusammen. Sie ist halt in die Prostitution reingegangen und es war eine Scheinbeziehung, sage ich mal. Wir haben uns darüber ausgetauscht, was wir für Gäste hatten, was sie für Wünsche hatten, haben uns auch darüber lustig gemacht, weil das sind komische Wünsche. Es ist einfach so, Standard ist Standardpreis, extra Wünsche kosten extra. Ja. Ein Tag hat sie mich angerufen und sagte so, Schatz, ich war für 3 Stunden verheiratet. Ja, wir haben uns kaputt gelacht. So, wie, du warst für 3 Stunden verheiratet? Ja. Ich habe Escort gemacht mit einem Scheich, einem Schiiten. Und dann hat sie mir das so erklärt, dass sie den heiraten musste, weil sonst konnten die nichts machen. Ja, und nach 3 Stunden haben sie sich halt wieder geschieden und das Geschäft war zu Ende. Ja. Am Ende ging es, also man hat einfach gemerkt, der Typ tut ihr nicht gut, weil sie war am Ende auf 48 Kilo gemagert. Er hat sie geschlagen und etc. angelogen. Und sie wollte das nicht mehr mitmachen. Und sie wollte flüchten vor ihm. Also den Mario habe ich gefunden auf Facebook. Es gibt ja verschiedene Gruppen dort. Und da wurde ein Bild von ihm gepostet. Und da ich wusste, dass er in Syrien ist und ich dort helfen wollte, habe ich ihn angeschrieben. Also erstmal muss man sagen, dass der IS stärker als dschihadistische Gruppen zuvor
Frauen angezogen und rekrutiert hat. Und er hat dann zum ersten Mal auch gesagt, wir brauchen eben nicht nur Männer, wir brauchen nach wie vor Kämpfer, aber wir brauchen auch Krankenschwestern, wir brauchen Lehrerinnen, wir brauchen die Mütter der nächsten Generation unserer Kämpfer. Und das war zum ersten Mal, dass eine dschihadistische Organisation explizit auch das Narrativ auf Frauen abgerichtet hat. Und deswegen haben wir eben gesehen, in Deutschland, aber auch in anderen westlichen Staaten, dass ab 2014, also wo das Kalifat dann entstanden ist, dass ab 2014 dann unglaublich viele Frauen gegangen sind. Ich wusste ja wirklich nichts von da, das ist alles so komisch. Du kanntest Mario noch gar nicht. Nein. Ich habe ihn auch erst angeschrieben, weil ich ja wusste, dass Männer und Frauen im Islam, ist das ja bei uns auch eigentlich so, außer Anfassung, so sehr extrem. Da habe ich gesagt, darf ich dich was fragen? Da habe ich erst auf eine Antwort gewartet. Dann hat das schon so angefangen. Dann hat er gesagt, ja. Dann habe ich gefragt, ich wollte rüberkommen, um zu helfen. Dann hat er gesagt, aber wenn du kommst, ist es nicht so einfach als unverheiratete Frau. Da war der aber ehrlich. Dann wirst du in ein Frauenhaus kommen und bis du heiratest, kommst du dann nicht raus. Und da habe ich ihn gefragt, bist du verheiratet? Hat er gesagt, nein. Dann habe ich gesagt, okay, dann heiraten wir. Werden wir heute ein Ikhtiham, ein Eingriff. Als ich Mario das erste Mal gesehen habe und dann halt mit seiner Waffe und dann ganz im Militär angezogen und der Bart, war schön. Bei Waffen kann man sich vorstellen, dass es relativ schnell positiv wahrgenommen werden kann. Ne? Waffen können Sicherheit bieten, Waffen können Stärke ausdrücken. Man muss Waffen auch nicht unbedingt als bedrohlich wahrnehmen. Ne? Es gibt in einigen Staaten fühlt man sich sogar sicherer, wenn Soldaten mit Waffen auf der Straße sind. Dieses Umfeld von Gewalt, von Waffen, von Krieg, da gibt es eben Menschen, die das für sich auch als Kick wahrnehmen können und die dann auch diesen Kick in ähnlicher Art und Weise dann suchen. Als mich an der Grenze ein Mädchen abgeholt hat, hat sie ja zu mir gesagt, du kannst dich anziehen, was ich ja ganz komisch fand. Und dann habe ich mich angeguckt, wie jetzt, ich bin ja angezogen. Dann hat sie aus ihrem Koffer ihr Gewand rausgeholt, dazu gehört. Normale Hose hast du hier an, dann ziehst du einen Rock an, dann ziehst du dein Khimar an, dein Obergewand, dann ziehst du dir deine Handschuhe an und dann kommt noch dein Gesichtsschleier dran. Da sieht man gar nichts drunter. Ob man dick, dünn, das ist ja wirklich auch der Sinn davon, dass man solche Gewänder anzieht. Man soll die Figur von der Frau nicht erkennen, was sinnvoll ist eigentlich. Dann sieht man auch keine Kalaschnikow. Dann war erstmal so ein riesen Stacheldraht aus Stacheldraht, so ein Zaun, da mussten wir ja rübergehen. Und dann waren unsere Knie, Hände, alles war offen. Und dann sind wir erstmal gerannt, weil die Türken an der Grenze haben ja auch angefangen, auf uns zu schießen. Ich weiß nicht, das ist wie diese Propaganda-Videos. Man sieht's, hört's, aber man realisiert es nicht. Man hat Todesangst, aber man will weg, da man, was willst du machen? Stehen bleiben, da denkst du nicht mal dran. Man realisiert es nicht. Man hat Angst, ja, aber man rennt. Und ich glaube, deswegen stolpern auch so viele in so Filmen, ne? So, ja. Wäre ich mit Überzeugung dorthin gegangen, für den Islam, für die Scharia, das heißt für das islamische Gesetz, da, für die Sachen, wofür ISIS glaubt, wäre ich dafür gegangen, wäre ich, glaube ich, nicht so mental, emotional, als wie, weil ich bin dorthin gegangen, ohne etwas zu wissen. Ich wollte echt nur den Kindern helfen. Was ich meine ist, ich wollte das alles nicht. Ich bin ja echt nur, um zu helfen gegangen. Also Kinder zu helfen ist erst einmal ein ehrvolles Motiv, klar. Das, denke ich, wird auch weltweit und für alle kulturellen Hintergründe so gelten. Vor Ort spätestens ist davon nichts mehr übrig. Also die wenigsten, ich habe noch nie von welchen gehört, die da irgendwie als Krankenschwestern oder ähnliches arbeiten konnten.
aber dann so gefährlich angesehen hier in Deutschland, dass man auf einmal eine Terroristin ist, dass auf einmal Wohnungsdurchsuchungen, Wohnungsstürmungen, wo Waffen auf dich gehalten werden, wo du dann echt als Terroristin abgestempelt wirst. Ich will das nicht. Das war noch nie meins und ich kann das auch nicht mehr. Ich kann das auch nicht mehr. Nein, ich bin echt froh, einfach nur wieder da zu sein. Ja, Gott sei Dank. Hier kannst du dein Leben leben. Ich kann mich noch erinnern, als die WhatsApp kam. Hast du was von Mario gehört? Oder ich habe ja immer geschrieben, Mohammed für dich, ne? Und sie dann, nein. Ja, hab was gehört von Mario. So, da habe ich noch, während ich das gelesen habe, habe ich gedacht, das ist aber komisch, Mario. Ich sag doch immer Mohammed. Mario kommt nicht mehr. Kommt nicht mehr. Also während ich das gelesen habe, fand ich das so ganz seltsam. Aber es ist einfach grauenhaft, ein Kind zu verlieren. Es ist grauenhaft auf diese Art und Weise und überhaupt ein Kind verlieren ist schlimm. Du hast ein Kind großgezogen, der eventuell anderen Menschen das Leben nimmt oder sie massakriert oder so. Also für mich waren die Jahre ein Albtraum und jetzt ist der Albtraum noch stärker, weil ich diesen Tod nicht begreife. Ketten von den Decken am Hängen, da wo Leute gefoltert wurden, Blut an den Decken und das war auch alles in Ordnung, bis er dann von einer Drohne getroffen wurde nach 2 Monaten und er dann auch gestorben ist. Wo ich mir denke, oh Gott, habe ich ein Glück mit Männern. Da waren 4 Leute, glaube ich, im Auto mit Handschellen gefesselt, wo er drauf gedrückt hat. Er hat die Bombe halt zum Zünden gebracht. Und der Junge war 4 oder 5. Er weiß auch nicht, was er macht. Also wenn ich die Chance hätte, irgendwas anders zu machen, würde ich nichts anders machen.